Ronald Weasley den Fluch Avada Kedavra auf Nagini genutzt? Das und vieles mehr in diesem Video. Werfen wir mal einen Blick auf die Schlacht um Hogwarts und die Auseinandersetzung, in der sich Voldemort, Nagini und die Todesser befinden. Zu diesem Zeitpunkt ist Nagini, Voldemorts schlangenartige Gefährtin, noch sehr lebendig und hat sich auf ihrem Schlachtfeld bemerkbar gemacht. Als letzter von Voldemorts Horcruxen war ihre Anwesenheit durchaus fragwürdig, denn wenn sie sterben würde, könnte Voldemort endgültig getötet werden. Voldemort war sich jedoch nicht bewusst, dass die meisten seiner Horcruxe bereits zerstört worden waren, was für die Guten eine großartige Ausgangsposition darstellte. Das gab Voldemort ein falsches Gefühl der Sicherheit und bedeutete, dass Voldemort mit Nagini auf dem Schlachtfeld zufrieden sein konnte. Als der Kampf ausbricht, finden sich Ron und Hermine mit dem Rücken zu Nagini, die mit geöffnetem Maul auf sie zufliegt. In diesem Moment richtet Ron seinen Zauberstab auf Nagini und löst seinen unbekannten nicht-verbalen grünen Zauber aus. Das wirft die Frage auf, welcher Zauber war es? Der Lichtstrahl, der aus der Spitze seines Zauberstabs kam, war grün und er hatte sicherlich die Absicht, Nagini zu töten. Aber bedeutet es, dass es der Tötungsfluch war? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Deshalb möchte ich gleich zwei Möglichkeiten nachgehen. Die erste Möglichkeit ist, dass es gar nicht der Tötungsfluch war, sondern eine andere Art vom grünen Zauberspruch. Das würde erklären, warum der Fluch anscheinend wenig Wirkung auf Nagini hatte und warum Ron ihn nonverbal aussprechen konnte. Im Allgemeinen scheint es so zu sein, dass das Aussprechen einer Beschwörungsformel notwendig ist, um Avada Kedavra auszuführen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dies besonders bei jemandem wie Ron, der nie unverzeihliche Flüche verwendet, der Fall ist. Die zweite Möglichkeit ist, dass es der Tötungsfluch war, aber aus mehreren Gründen nicht funktioniert hat. Erstens, wie in den Büchern und Filmen mehrfach beschrieben, erfordern unverzeihliche Flüche eine ernsthafte Absicht. Man kann nicht wahllos Crucio und Avada Kedavra mit der Spitze seines Zauberstabs abfeuern und das Wirken dieser Flüche kann sich als besonders schwierig erweisen, wenn man im Allgemeinen ein guter Mensch ist. Ein perfektes Beispiel dafür ist, als Harry Crucio gegen Bellatrix einsetzt. Obwohl Harry nach dem Tod von Sirius vielleicht noch wütender war als je zuvor, konnte er seine Mörderin nicht foltern. Ungeachtet der Situation, in der es um Leben und Tod ging, hätte Ron wirklich das Zeug dazu zu töten? Ich denke, es ist sehr gut möglich, dass es der Tötungsfluch war, den Ron benutzt hat. Er hatte einfach nicht das Zeug dazu, den Zauber in seiner vollen Wirkung einzusetzen. Er wusste nicht, wie man ihn benutzt oder was es bedeutet, ihn zu benutzen. Und deshalb ist er gescheitert. Das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.